Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hearthstone. Und zwar spiele ich immer noch den Wildtier-Druiden. Ich habe jetzt nochmal das Deck ein bisschen angepasst, nachdem ich gemerkt habe, dass einige Karten, zum Beispiel wie der Drache, wollte ich ja nur mal spielen. Und die sind jetzt nicht so essentiell wichtig, würde ich behaupten. Aber deswegen habe ich das Deck ein bisschen angepasst mit Zorn und Bienen. Ganz einfach, um ein bisschen auf das Board auch zu reagieren zu können, sprich Removals oder auch hiermit mit dem Zauber dann. Ich spiele ihn hier, den Waldwächter Omu, Arc Bienen mit 9 Mana, oder mit 10 Mana besser gesagt, und bekomme dann Überleben des Stärkeren mit hoffentlich 1, 2, 3, 4, 4 Bienen, die ich dann auch pimpen kann. Ja, so kleine Kombos, ansonsten immer noch ein bisschen auf Zauberschub. Wobei ich nur noch den furchtlosen Initianten drin habe. Und sie hier, die Dozentin Ghidra, die am besten mit einem hohen Zauber wie hier kombiniert wird. Und Zedrescher einmal raus, weil er deutlich zu oft auf der Hand war. Und ich von der Mana-Kurve ein bisschen weiter nach links korrigieren wollte. So eher niedrige Karten. Und mal schauen, wie das denn so klappt. Begin Thrall! Kriegshäuptling Thrall. Der Wald erhebt sich. Okay, Dozentin Ghidra schön. Überleben der Stärkeren gut. Zorn würde ich gerne behalten, aber nicht zweimal. Dozentin Ghidra. Möchte ich eigentlich nicht so früh spielen. Schamane. Ich glaube, ich lasse es so. In der Hoffnung, dass ich da ganz gute nachziehe. Ja, für vierbeinige Freunde deutlich besser. Klassenhaus hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber okay. Große Frage, okay, es ist ein Hagata Galagron Schamane. Wo coinen wir rein? In die Stabmacherin oder in den Aufwind mit Kart? Ich würde sagen. Nicht ihr wählt den Zauberstab. Und jetzt erstmal den Einsatzzauber. Das ist nicht schlecht für uns, haben wir herausgefunden. Holt uns ein Wildtier eventuell, was wir so auch holen würden. Ja, okay. Kann aber uns aber auch die Zauberschubkarten begeben. Was beim Omu jetzt schlecht wäre, aber ansonsten eigentlich ganz okay. Er hat Gottesschild. Wie eine Karte. Der Zauberstab weg. Ich ins Gesicht oder mache ich ihn weg? Ich glaube, ich mache ihn weg. Meine Zeit kommt. Je mehr Mana ich habe, deswegen muss ich jetzt nicht unbedingt Damage in sein Gesicht machen. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich bin zertifiziert. Ist klar, okay. Natürlich ist das der richtige Weg. Gute Kombination auf jeden Fall. Dementsprechend werde ich aber hier gegenwirken müssen. Mit dem Adler. Ja. Somit ist das Board wieder ausgeglichen. Es geht halt so schnell bei mir eigentlich. Haben wir die nächste Runde. Nächste Runde haben wir den Aufwind und unser Special. Aufwind und Übermacht. Und vernichtet alles. Okay. Jetzt Special bringt mir rein gar nichts, deswegen ziehen wir erstmal eine Karte. Bienen, schön, schön. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Wie viel hat er? Der 3-3. 3-2. Voilà. Wir das so machen müssen. Ich spiele noch die Quest aus, einfach weil ich hier nicht mehr zwingend Zauberschubkarten brauche. Nächste Runde kann ich entweder die Bienen einsetzen oder meinen Zwielichtläufer spielen, beziehungsweise mein Klassenhaustier. Muss ich mal schauen, wie sich das Situation ergibt. Das Reh spricht eher für Bienen mit meinem Special. Auf den Schwingen des Übels. Ich bräuchte, wenn ich jetzt die Gewitterblüte ziehen würde, hätte ich vierbeinige Freunde schon mal aktiv. Das wäre sehr, sehr, sehr geil.
Beziehungsweise ich habe auch zweimal eben eingetauscht, dass ich mir schneller Mana generieren kann. Sprich zweimal für vier Mana zwei leere Mana-Kristalle. Ich muss im Early Game versuchen, das Board zu kontrollieren mit Arkbienen und Zorn, dass ich zumindest im Early Game keinen nicht zu viel Schaden zulasse. Das ist natürlich nicht schlecht für ihn. Ich habe nichts dergleichen gezogen, habe nur noch zwei Wildtiere drin, das heißt, eh nicht mehr viel bringen. Dann gehe ich, glaube ich, mal mit dem hier. Das ist natürlich jetzt ein relativ glücklicher Dämon. Alle Feinde, der macht mir 10 Damage ins Gesicht. Das ist genau das, was ich nicht brauchen kann. Doppelter Azerano garniert mit extra Sternsahne, Hochbergeis und Mana-Zimt. Mhm. War der den? Wahrscheinlich nicht, ja. Ja, mal erst nächste Runde aktiv, sprich, es lohnt sich eh nicht wirklich, da viel zu spielen. Überlege, ob ich gerade Mana-Kristalle mir hole. Oder auf Defensive gehe. Wie wäre es denn mit? Den Damage würde er beide down bekommen. Mana-Kristalle bringen mir aber auch nicht viel, weil ich nächste Runde sowieso das spiele und mein Special. Dina, ja auch nicht. Schau mal das so. Hoffen, dass er den Spott liegen lässt. Jawohl. So war das gehofft, dass die beiden eventuell mit einem Leben oder so liegen bleiben. Aber das wird trotzdem schwierig, jetzt hat noch was zu reißen. Den Schwingen des Übels. Generiert relativ viele Karten, die sind aber alle zufällig. Es kann natürlich gut sein, dass er sehr viel Luck hat, wie man hier schon gesehen hat. Aber trotzdem müsste er nicht alle stark haben. Wir können nächste Runde unsere vierbeinigen Freunde holen und ich hoffe ganz, ganz, ganz dringend, das ist so wichtig, nicht den Seedrescher oder meinen anderen zu ziehen. Der Seedrescher muss drin bleiben, damit ich ihn hier mitholen kann. Den Löwen bekommt man sehr oft dadurch. Okay, dann ist ziemlich klar, was sie machen. So, wenn ich hier drauf gehe, bringt mir das Ganze nicht viel. Da drauf gehe, also einfach muss ich mal sagen. Das so. Dann machen wir das Ganze so. Und dann so. Schind ein bisschen Zeit für unser Überleben des Stärkeren. Leider haben wir jetzt erst das wilde Wachstum bekommen. Müssen wir eigentlich nächste Runde spielen. Wenn ich Lege spiele und zwei Mana-Kristalle bekomme, kann ich noch das wilde Wachstum spielen, bringt mir dann aber nichts. Oh, giftig. Das war ja eine wilde Sache. Kann ich dann ziehen? Eigentlich könnte ich jetzt halt riskieren, überlebende Stärke anzuspielen. Seedrescher ist wichtiger, den muss er jetzt wegzaubern. Als Frosch etc. bla bla kriegt er natürlich weg. Oder lasst einen Diener, vernichtet einen Diener etc. Südwinde, kommt mir zu Hilfe! Aber ich habe hier halt auch noch ordentliche Diener, nur keine Wildtiere jetzt mit im Deck.
Ritterschild, Windzorn und Eifer. Leider nicht genug Mana. Ah, Die Karte ist jetzt nutzlos. Den Rubi aus dem Deck herbei. Hier war mir klar. Das ist eben das Problem an dieser Nebenquest, dass er mir meine Keycards zockt und nicht haben will. Wobei 9-8 auf dem Feld jetzt auch erstmal nicht schlecht ist und er muss ihn wegbekommen. Da läuft halt kein Weg dran vorbei. Und er hat relativ viele Drachen, 2 Drachen, 2 Lakaien, die hat aber auch gespielt. Ah, mal schauen. Wildes Wachstum habe ich noch einmal im Deck. Muss ich vielleicht nochmal rausschmeißen, wenn man das wirklich so spät oft zieht. Weil so müllt es nur meine Hand zu. Hat er mich down? Oder bin ich jetzt alle Diener? Okay. Ja, war klar, dass dann mein Omo hier rausgeschmissen wird und nicht was anderes. Ich nochmal 2 Lakaien auf die Hand. Was ist das? Vielleicht Zauberstab, das einzige mit dem Zimmer nicht angegriffen. Okay. Komme ich hier nicht drüber hinaus? Einfach nochmal das hier zu spielen. Die Stunde findet heute draußen statt. Ja, das könnte es gewesen sein. Ziemlich sicher sogar. Pflege und Wachstum haben mich quasi hier das Spiel gekostet. Wobei... Ich habe ihn auf 18 gestellt. Muss ich mich jetzt down bekommen oder sein Gesicht schützen? Oh, eigentlich Doppelzauber. Chance auf 2 Damage-Zauber. Jetzt kommt's aufs Luck an. Kommt da was, was mich vernichtet oder eben nicht? Da er lange überlegen muss, nehme ich mal an, er hat nichts, was mich vernichtet. Sonst hätte er mich schon längst gedownt. Wobei, vielleicht genießt das auch. Auf den Schwingen des so, jetzt werden noch 2 Drachen entdeckt. Es bleibt nicht viel Zeit. Ich muss noch einen Spott schmeißen. Geil. Das ist kein Spott. Aber er verleiht einem. Kein Spott. Gut gespielt. Und somit haben wir es uns geholt, den Sieg. Gute Runde, muss ich sagen. Das Deck hat sich zum Guten entwickelt, definitiv. Ein bisschen aufgestiegen. Silber 9 und die Reise geht weiter. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Fight wieder. Bis dann. Ciao, ciao.